Jay. Hey. Hey. Hier sind zwei Rätsel. Wahrscheinlich Wanted Murder Solomon Grundy Poster. Gesucht Tod und Leben. Arkham Knight habe ich ja schon gezockt. Und ach komm, nicht! Ich habe ja auch vor 8 Jahren oder so habe ich ja auch Arkham City auf dem Kanal als 100% Run gemacht. Das ist ja ein Let's Replay quasi von den Remaster-Versionen. Gut, Arkham Knight wurde nochmal gewünscht als Let's Replay, aber weiß ich noch nicht, was das nochmal ist. Ich bin ja noch dabei, die Challenge-Karte zu machen. Das dauert noch. Ich habe auch Arkham Knight schon zu 100% gemacht, deswegen, wie gesagt, weiß ich nicht. Jetzt machen wir erstmal nachdem hier nächste Batman-lastige Spiel, also diese Munchen Zwilling einige, wahrscheinlich diese beiden Statuen. Ja, das macht schon. Machen wir auf jeden Fall Gotham Knights und Kill the Justice League. Hab ich Bock drauf. Wie komme ich jetzt nochmal in den Turm? Das ist eine gute Frage. Wonder Tower noch. Bitte sag mir nicht, ich habe mich da raus softlocked. Ah, nee, der Fahrstuhl ist ja in der Mitte, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Stimmt ja, stimmt ja. Das war ja alles über den Fahrstuhl. Ich muss erstmal einen Ausgang finden. Nee, ich bin blöd. Hallo, ich bin zurückgegangen. Ich habe einen Fehler gemacht. Wo ist denn der scheiß Ausgang? Ich wollte verfranst hier. Ich komme nicht raus. Ich bin noch irgendwie über eine Art Kanalisation hochgekommen. Hä? Bin ich jetzt voll verwirrt? Wer ist denn Phoenix? Hier was. Ich kenne nur den Joker mit Joachim Phoenix, aber Phoenix kenne ich nicht. Aber Phoenix halt. Der war nice. Auf jeden Fall. Aber zweiter Teil als Musicalfilm mit Lady Gaga, also weiß ich, muss das sein. Ich musste erstmal googeln, wer Lady Gaga ist, gell? Ich habe keine Ahnung. Sie wird nach Luft ringen. Ist auch nicht mehr Musik. Also Musical schon, aber ihre Musik nicht. Das muss nicht sein. Das Musical-Film. Ich hätte gerne lieber einen vollwertigen Batman-Film. So in dem Stil. Ich finde es halt schade, dass DC es nicht hingekriegt hat wie Marvel. So ein eigenes gescheites Kino-Universum aufzuziehen. Es tröppelt alles vor sich hin und ist alles so vermisst. Liebscher. Joaquin Phoenix hätte schon viel früher einen Oscar kriegen müssen, ich sag's euch. Hat mich überzeugt gehabt damals schon bei Gladiator, dann bei Inherent Vice und bei Walk the Line hätte der unbedingt den Oscar für den besten Hauptdarsteller schon kriegen müssen. Geil, der Johnny Cash gespielt hat. Gibt's so. Ich will das abkürzen. Nee. Ja gut, hier war ja auch Cutscene-Zeit. Because you're mom. I walk the line. Beantworten lässt sich das aus einer ungewohnten Perspektive. What? You would make.
Was schreiben mich denn dauernd Leute an, wenn ich immer im Stream bin? Nächster Halt, Beobachtungsplattform. Anstieg in Fahrtrichtung links. Erstmal, hier soll irgendwo noch eine Dämonenfratze sein. Ich dachte, ich hätte hier alle... Ah, die kann man echt gut übersehen. Beste, beste Bewertung für dich. Nur Animations-Batmans oder auch richtige Batmans? Quatsch. Warte mal. Alle Batmans gemischt oder nur Schauspieler-Batmans? Oder nehmen wir auch Animations-Batmans? Weil wenn wir animierte Batmans, also Synchronsprecherrollen nehmen... What? Dann schlägt ja auf jeden Fall keiner Kevin Conroy. What? Wenn da der Punkt ist, muss ich das Rätsel da lösen, gell? Wie beide? Also alles gemischt. Ja, dann Kevin Conroy. Ben Affleck. Christian Bale. Aber Adam West hat einen Ehrenplatz bei mir im Herzen. Und Michael Keaton auch. Über George Clooney reden wir nicht. Robert Pattinson ist halt so eine Sache. Der ist jetzt noch ganz neu dabei. Als Batman fand ich ihn ja schon nicht schlecht. Aber ich fand ihn nicht überzeugend als Bruce Wayne. Und sorry, wenn ich das so hart sage. Aber ich fand Kronk auch nicht gut als Lego Batman. Wir sind teilweise aufgedeckt. Weil das ist so ein Fall, da würde man eher sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn es hiervon nicht geht. So, okay, das halt hier dich hoch. Beim runterfallen lassen. Okay, damit dürfte Wonder City fertig sein, ne? Cool. So. Jetzt stellt sich mir die Frage immer noch. Also, Industriegebiet, das da muss ich immer noch machen. Die Uber mit Cap. Das ist ein Scheiß. Wo soll das denn sein in der Bowery? Der Karte ist nicht mehr eingezeichnet. Nicht in den Gebäuden. Wo soll hier diese scheiß Trophäe sein? Warte mal, das zählen die zur Bowery? Arkham City Eingangskontrollbereich. Das zählen die zur Bowery? So wie das beschriftet ist, ich hätte das safe zu Wonder City gezählt. Die Tonwände hören wir uns irgendwann noch an, auf jeden Fall. Und ob ich Marvel mag, hallo? Liebe Marvel, ich hab ja auf meinem Literaturkanal dazu auch schon Videos gemacht. Was? Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo diese Trophäe ist. Halt, was machst du denn? Achso, Steise. Ich dachte, ich könnte abkürzen. Da. Müsste ich wohl den Ausgang wieder finden.
Oh nö, ich bin auf der falschen Seite. Obwohl, hier kann man mich auch hochsehen. Dun, 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 dun. Unterm Dachboden, bei dieser Temperatur ist echt scheiße. Braucht man dauernd was zu trinken. Hashtag stay hydrated. Batman läuft im Kreis herum, Kreis herum, Kreis herum. Was ist denn jetzt wieder mit der Musik los? Von die Action gibt es hier gleich wieder Stealth. Hier ist Musik gerade. Wie gesagt, ich mache Harley Quinn's Revenge noch. Aber das wird wahrscheinlich nur das eine Part ist. Aber gucken wir mal. Hier ist voll die Action gerade. Was ist denn los? Jetzt sind wir die Express abgekürzt? Nein! Ich weiß noch gar nicht, wann ich nächste Woche streame, weil es jetzt so heiß werden wird. Aber dann fängt meine Sommerpause erstmal an. Und dann geht's nach Wacken. Ich freue mich schon. Bin voll Hype drauf. Während Sie in meinem Gewahrsam sind, werden Sie den Bestimmungen von ob ich wohl von hier aus zu dieser Trophäe komme? Können wir im Detail Folge leisten. Diese Regeln stellen ihr eigenes Überleben sicher. Theoretisch? Nähern Sie sich nicht der Außenmauer. Oh, guck mal. Die konnten aber wirklich ein bisschen. So, jetzt habe ich diese Trophäe, die mich getriggert hat. Komme ich hier eigentlich irgendwie raus jetzt wieder? Wahrscheinlich, ne? Ja. So, wir müssten mit Catwoman noch. Ach, ich würde gerne eigentlich das jetzt mit Batman abschließen. Komm, wir lösen dieses Rätsel heute. Und dann muss ich noch diese eine Trophäe in dem Raum da finden. Wie lange geht meine Sommerpause? Fast so lang wie meine Sommerferien. Also, da ich 6 Wochen Ferien habe. In der letzten Woche muss man ja wieder da sein, weil dann kommen ja auch Konferenzen, Unterrichtsvorbereitung und so weiter. Die ersten 5 der 6 Wochen. Also der ganze August und ja, Ende Juli. Also geht los am 24., 25., 7. herum. Aber da kommt noch ein Interview. Soll ja auch noch mal von jedem Podcast eine Folge kommen. Vorher. Boah. Jetzt muss ich so gehen. Ich habe aber vergessen, wo diese. Frag mich, was im Fernsehen läuft. Boah, die. Guck mal, wie kurzsichtig sind die.
Warum konnte ich eben keinen ausschalten? Was ein Blödsinn hier. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wo dieser Punkt sein soll. Der an einen dieser Bojen befestigt ist? Wohnst du über... Nee, überhaupt nicht. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt. So oft wie ich hessisch babbel, dachte ich, es ist eigentlich offensichtlich, dass ich nicht aus Berlin kommen kann. Ich hab's ja auch so, ich hab das in schon so vielen Videos gesagt, also dass ich aus Frankfurt bin. Meine Schule, aber jetzt im Landkreis Offenbach wohne und meine Schule ist in Rottgau. Was für ein Dreck. Warum gibt es hier keine Punkt? Er muss doch hier in einer Reichweite sein, dass man das sieht. Komm ich hier nur raus? Wie muss das doch gehen, oder? Und ich habe auch noch nicht herausgefunden, wo die Tigerwachen ihr Kontrollzentrum hier haben. Sind so jetzt zwei, drei Sachen, die mir echt noch fehlen zum Vervollständigen. Aber dann würde ich sagen, wir machen das doch beim nächsten Mal erst, weil ich jetzt von der Uhrzeit gesehen habe, dass eine Stunde rum ist. Wir wechseln das Spiel und dann machen wir beim nächsten Mal das.